Anhand dieser Lernkurve kannst du sehen, dass ein falscher Atemrhythmus eine lange Einschlafzeit hervorruft und ein korrekter Atemrhythmus nur eine kurze Einschlafzeit nach sich trägt. Mit ziemlicher Sicherheit wirst du nicht gleich am ersten Tag deinen Atemrhythmus optimieren können. Deshalb ist hier Üben angesagt. Wenn du bewusst deine Schlafatmung nachahmen kannst, kann dies die erfolgreichste Methode der Schlafbefehle sein. Oft scheint es, dass die Schlafatmung einfach nicht funktioniert. Nach einiger Zeit jedoch tritt ein Blackout auf und du befindest dich in einem Traum oder wachst am nächsten Morgen wieder auf. Kommen wir zum Schlafeinleiter Nummer 2: Augenbewegungen stoppen. Im Laufe des Tages arbeiten deine Augen ununterbrochen. Sie bewegen sich tausende Male hin und her. Vor dem Schlafengehen sind deine Augen immer noch gewohnt, sich hin und her zu bewegen. Auch wenn du versuchst, deine Augen stillzuhalten, wirst du immer noch eine minimale Vibration spüren. Dein Ziel ist es, diese minimalen Augenbewegungen zu stoppen, damit dein Körper denkt, dass du im Schlaf bist. Dieser Schlafeinleiter kann sehr wirkungsvoll sein, sogar so wirkungsvoll, dass dein Körper nicht einmal sehr entspannt sein muss. Bevor du dich schlafen legst, entspannst du deine Augen, indem du sie circa 40 Mal schnell und dann circa 20 Mal immer langsamer erst in eine Richtung, dann in die andere Richtung drehst. Dies kann zwar ein wenig anstrengend für die Augen sein, aber keine Sorge, hinterher werden sie sehr entspannt sein. Nach 3 bis 4 Nächten Übung wirst du deine Augen richtig gut entspannen können, damit sie keinerlei ungewollte Bewegungen mehr machen. Dies wird dir helfen, deinem Körper das biologische Signal Schlafenszeit zu vermitteln.